Also mal angenommen, du hättest jetzt genug Geld für Hamburg und alles. Ja. Wäre das ein Ziel? Luxus? Nö. Ich würde gerne nach Hamburg zurückziehen, wahrscheinlich irgendwann, aber nicht, das hat jetzt auch mit dem Geld nichts zu tun. Weil dann wirst du ja, das ist ja auch das Problem, wenn du jetzt das Geld hast, um dir die Wohnung in Hamburg zu leisten, die du dir vielleicht nicht vor ein paar Jahren leisten konntest, dann ziehst du ja genau zu den Arschlöchern wahrscheinlich in die Gegend, die du eigentlich, also die du auch irgendwie manchmal anpissen willst und so, weißt du? Also denn ist jetzt einfach mal so sehr vulgär. Und das ist ja eine Befreiung. Und wenn man das aber macht und sich dann auf einmal nach Winterhude in so eine 2500 Euro Altbauwohnung da irgendwie zieht zwischen Ärzten und Leuten, die eigentlich auch denken, ganz schön durchgeknallt, der Typ, der Schulz. Ne? Dann denkst du auch, was soll ich jetzt da, was soll ich denen jetzt auch noch, dann musst du auch noch wahrscheinlich anfangen, deiner Nachbarschaft zu erklären, dass du gar nicht so verrückt bist, wie die immer dich im Fernsehen so sehen und so. Und das ist ja dann auch, das würde ich auch nicht machen. Nee. Warum findest du die scheiße, die Leute, die in Winterhude leben? Ich finde, ich habe in Winterhude selber gelebt. Aber ich finde nicht alle scheiße in Winterhude, das meine ich jetzt nicht. Aber du begibst dich ja in einen bürgerlichen Bereich, von dem du nicht genau weißt, ob du dich dann da wohlfühlst. Und ich war da immer der Typ, von dem mir die Nachbarn gesagt haben, sie sind Musiker. Aha, kann man denn davon leben? Und das sind immer die drei Fragen. Kann man denn davon leben? Die zweite Frage, ja, du machst Musik, spielst du auch eigene Sachen? Das wird man auch gefragt. Und das dritte ist dann, kann man sie denn mal irgendwo hören? Das ist fürchterlich.